Alexander Poppe ist einer der gefährlichsten MMA-Fighter aus Deutschland und erobert mit einem blutigen Kampf nach dem anderen die Halbschwergewichtszene. Ich habe ihn getroffen, um zu testen, was er drauf hat, und auch hier wurde es blutig. Am 17.06. hole ich mir den Titel. Hey, ich habe dir ein paar Geschenke mitgebracht. Komplett frisch von unserer Kollektion. Erstmal Boxhandschuhe, einmal für Sandsack, für Kratzen, was auch immer du machen möchtest. Einmal für Sparring, Echtleder. Und dann von unserer komplett neuen MMA-Kollektion habe ich dir eigentlich alles jetzt mitgebracht. Rashguards, Shorts, lange Hosen, Fight Shorts, Shortsleeve Rashguards, alles. Ich habe dir ein XL und XXL mitgebracht. Danke dir. Übrigens, unser kompletter MMA-Drop kommt am 4. Juni online in den Shop. Also merkt euch das Datum, falls ihr noch irgendwas braucht für euer eigenes Training. Wie lange trainierst du schon und wie hat das alles bei dir eigentlich angefangen? Ich trainiere seit ca. 12 Jahren. Ich habe angefangen mit Thai-Boxen in Dachau. Da in der gleichen Schule gab es auch Jiu-Jitsu und dann auch MMA. So bin ich dann zu dem Sport gekommen. Und hier in meiner eigenen Schule trainiere ich seit ca. 3 Jahren. Davor habe ich in verschiedenen Gyms in München trainiert. Aber während der Corona-Zeit waren die Möglichkeiten eingeschränkt. Und dann habe ich hier den Raum gemietet und habe ein Gym reingemacht. Stellt euch einfach mal vor, ihr liegt da gerade da drunter und kassiert diese Ellbogen und so. Jo, machen wir uns bereit für den Teil, auf den ich mich immer am meisten freue. Ein bisschen Sparring. Brandgefährlich. Bewegt sich gut, ja. Macht Spaß? Auf jeden Fall. Alex, du hast einen sehr interessanten Kampfspitznamen, ja? Ironside. Kannst du mal kurz erklären, was der Hintergrund davon ist? Also die Leute sind immer so auf mich zugekommen, weltweit. Hey, du siehst aus wie Björn von Vikings. Und so kam einfach der Spitzname. Hättest du Bock drauf gehabt, so damals in diesem Wikinger-Zeitalter zu leben und auf ein paar Dörfer zu überfallen und die Leute dort komplett wegzufetzen? Ja, wäre schon cool. Aber so als Anführer, Antreiber und halt Eroberer, so auf jeden Fall. Was würdest du sagen, ist der gewalttätigste Kampf, den du bis jetzt je hattest? Ja, wahrscheinlich mein letzter gegen Martin Zawada bei Octagon in München. Ich denke, durch die Ellbogen, da ist so viel Blut geflossen und sah sehr spektakulär aus. Also ich will immer, wenn ich reingehe, den Gegner zerstören. Das ist immer das Ziel, zu gewinnen, aber auch mit Aggressivität und Gewalt. Bevor wir jetzt mit dem Sparring weitermachen, zeige ich euch erstmal die 4 wichtigsten Supplemente, um eure Leistung im Training deutlich zu steigern. An erster Stelle haben wir die Kombination aus Kreatin und Beta-Alanin vor dem Training. Kreatin steigert eure Maximalkraft, eure Explosivkraft, also auch Schlagkraft. Beta-Alanin verbessert eure Ausdauer. Ihr werdet erst deutlich später dadurch müde, wenn ihr das nehmt. Während dem Training trinke ich essentielle Aminosäuren. Die versorgen eure Muskulatur mit den nötigen Stoffen, um schon direkt während dem Training den Muskelaufbau zu fördern. Und nach dem Training nehme ich Whey-Isolat. Das verbessert einfach den Muskelaufbau nach dem Training. Ring 10 ist der Rabattcode, alle Supplements gibt es natürlich bei Zack Plus. Okay Jungs, ready? Ready. Und fight. Ja, Jungs.
long time. Du bist ja regelmäßiger Sparringspartner vom Alex. Wie fühlt es sich an, mit ihm eigentlich immer Sparring zu machen? Also ich sag's euch ganz, ganz ehrlich, es kann echt eklig sein und es ist oft sehr, sehr hart, gegen ihn zu kämpfen, ja. Dein nächster Kampf ist ja jetzt am 17.06. in Oberhausen, ne? Wie sieht aktuell jetzt so in der ganz normalen Wettkampfvorbereitung, wie viel Gewicht musst du jetzt noch machen? Wie sieht das Training in den nächsten paar Wochen aus? Führ uns einfach mal ein bisschen so jetzt mit. Also das Training in den nächsten Wochen wird sehr spezifisch auf den Gegner sein, die Drills und so. Und die Sparringseinheiten werden natürlich so auch angepasst an den Kampf. Das heißt, der Kampf ist jetzt angesetzt auf 5x5 Minuten. Dementsprechend trainiere ich mehr Kondition und versuche auch in den Sparrings 5x5 immer durchzuziehen, oft mit frischen Leuten. Ja. Und umso näher man kommt, umso intensiver wird das Training. Und dann halt ja, 7 bis 10 Tage vorher das letzte Sparring. Mhm. Und dann nur noch Gewicht machen. Ich habe nicht so viel zu cutten, meistens so 4, 5, 6 Kilo. Wenn man da so mal andere Fighter sieht, die cutten ja teilweise so wirklich so von mindestens 105 oder so runter, dann macht 12 Kilo. Warum machst du so wenig Gewicht? Es ist einfach so, dass ich halt natürlich so viel wiege und 84 Kilo wäre sehr, sehr hart für mich und glaube ich, ich weiß nicht, ob es überhaupt machbar wäre. Ist halt auch gefährlich immer dieser ganze Prozess. Man hört ja immer wieder Vorfälle, dass die Leute deshalb ins Krankenhaus müssen etc. Und einfach der Gesundheit auch zuliebe, denke ich, ist es besser, wenn man ein bisschen weniger Gewicht macht. Ready, fight! Du bist nicht der Einzige, der Eisenseite heißt. Ich bin auch! Und sein. Alter! Danke. Was eine geile Knallerei. Ich habe jetzt mal versucht, ein bisschen Tempo aufzudrehen, dass er auch mal ein bisschen Spaß hat. Aber ey, ich weiß nicht, das waren vielleicht 50% Schlagkraft von dem. Ich spüre ehrlich, wie sich mein Gesicht gerade ein bisschen anschwillt. Nicht nur das, deine Nase blutet auch. Meine Nase blutet? Meine Nase blutet. Scheißegal, Alter. Aber egal, wie ich gerade aussehe, ich habe gerade miesen Spaß gehabt. Das war eine richtig geile Runde. Danke dir, Mann. Der Kampf am 17.06. gegen Langer, das ist ja, da geht es ja um den Interim-Titel. So, die Leute da draußen, normalerweise kennen die halt nur, der eine ist der Champion, ne? Was ist jetzt dieser Interim-Titel und kannst du kurz erklären, warum es überhaupt nur um diesen Titel geht? Also so, normalerweise ist Carlos Vemola der Titelträger bei 93 Kilo in Octagon. Ich glaube, er kann jetzt nur ein Jahr den Titel halten und man weiß halt nicht, wie es bei dem so weitergeht. Deswegen wird jetzt sein Interim-Titel ausgekämpft, also ein Zwischentitel sozusagen in der Zwischenzeit. Und dann wird der Champion wieder neu bestimmt. Es gibt aber noch einen anderen Typen, der in Deutschland ja jetzt eine ganze Weile die Nummer 1 war, sage ich mal, im Halbschwergewicht, und zwar Stefan Pütz. So, wie sieht das Interesse jetzt generell an dem Kampf mit Pütz aus? Weil er ist ja auch bei Octagon, er hat jetzt einen guten Kampf auch zuletzt geliefert. Hast du Bock auf diesen Fight? Ja, definitiv. Also Pütz ist natürlich ein sehr, sehr starker Kämpfer. Hat lange Jahre viel gerissen in Deutschland. Auf jeden Fall habe ich auch großen Respekt vor ihm. Aktuell weiß ich nicht, sieht es danach aus, als würde er mehr Richtung YouTube gehen. Also ich weiß nicht, ob er überhaupt noch Lust und Interesse hat, auch gegen mich zu kämpfen. Wird sich zeigen, ja. Wie würdest du den Ablauf in einem Kampf zwischen dir und Pütz sehen? Ich würde sehen, dass Pütz, wie er bei jedem Gegner kämpft, gegen mich kämpft, also so ekelhaft mich an den Käfig drücken möchte. Einfach ekelhaft. Sehr effektiv meistens für ihn. Und ja, ich muss halt die Takedowns verteidigen und ihn im Stand halt. Also würdest du sagen, dass du im Stand der bessere Fighter bist und er vielleicht am Boden? Technisch im Stand bin ich wahrscheinlich besser. Er wird eventuell mehr
Kraft haben, so vielleicht im Clinch, keine Ahnung, und Grappling vielleicht ausgeglichen. Also wäre schon interessant. Wäre schon echt ein verdammt interessanter. Ihr wisst alle, ich bin sehr, sehr gut mit Stefan, ich mag extrem Stefan, aber so jetzt rein kämpferisch, vom Kampfaspekt wäre das schon echt ein Kampf, der mich extrem interessieren würde. Ja, so zwei richtig starke Typen. Und bei Stefan ist der Kampf ja immer auch ziemlich blutig meistens. Mhm. Er hat irgendwelche Platzwunden, die Gegner haben irgendwelche Platzwunden. Bei dir sind die Kämpfe auch immer ziemlich blutig. Ich glaube, das wäre eine richtig, also das wäre eine geisteskranke Schlacht. Ey, ich wünsche dir auf jeden Fall nur das Beste, Mann. Vielen Dank. Richtig geiler Typ, hat unglaublich Spaß gemacht, auch wenn du mir gut auf die Fresse gehauen hast, aber scheiße. Mir hat es auch Spaß gemacht. Riesen Spaß gemacht. Ich wünsche dir auf jeden Fall größtmöglichen Erfolg am 17.06. Oberhausen in der Rudolf-Weber-Arena ist der nächste Kampf, da kämpft dann auch ein Eckerlin, Christian Jungwirth kämpft dort, Mo Grabinski kämpft, da geht es weiter um das 1-Millionen-Euro-Turnier bei Octagon, das Tippsport Gamechanger-Turnier. Holt euch auf jeden Fall noch Tickets, es gibt glaube ich noch knapp irgendwas über 10% der Tickets sind noch übrig oder so. Link poste ich euch unten in die Videobeschreibung. Supportet den Mann, lasst ein Follow da, ich markiere ihn natürlich auch unter dem Video mit Instagram und ja Mann. Starker Typ. Danke, dass du die Sachen trägst. Das sieht echt gut aus damit. Us, haut rein, Freunde. Ciao.